Tag. Haben Sie lange warten lassen? Ich wollte fragen, ob ich ein Zimmer mieten kann. Ein Zimmer, kein Problem. Nach vorne oder zum Hof? Vorne ist es etwas lauter, man sieht auf den Platz. Manche mögen den Blick, er gefällt Ihnen. Ist immer was los? Würde Sie das stören? Nein, das würde mich nicht stören. Im Gegenteil. Ich denke, es würde mir gefallen. Unser schönstes Zimmer. Nur frei, weil wir gerade keine Saison haben. Im Sommer ist es immer weg. Da kommen unsere Gäste von überall her. Sogar aus Amerika. Und aus Japan. Das ist Luis, unser Haustier. Guten Tag. Kann ich ernsthaft für Sie was tun? Nein, danke. Ich danke Ihnen. Sind Sie zum ersten Mal hier in der Stadt? Ja, zum ersten Mal. Sind Sie geschäftlich hier? Nein, ich bin nicht geschäftlich hier. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt. Es wird Ihnen bei uns gefallen. Können Sie mir ein Telefonbuch bringen? Kann ich Ihnen helfen? Ich mache nur einen Spaziergang durch die Stadt. Eine Frage. Ist Ihnen der Name Kirchheimer bekannt? Kirchheimer? Ja, da gibt es zwei Familien dieses Namens. Hugo Kirchheimer. Hugo Kirchheimer, ja, das ist der Studienrat. Waldstraße 20, angenehme Leute. Er war mal im Stadtrat. Sie kennen ihn? Nein, ich kenne ihn nicht. Wohlbekomm's. Sie kennen den Studienrat Kirchheimer? Ja, weil er stadtbekannt ist. Ein guter Mann. Hat er Kinder? Ja, einen Sohn. Tüchtiger junger Mann. Alles tüchtige Leute. Der einzige Sohn? Ja, der einzige. Keine weiteren Kinder? Tja, er hatte noch eine Tochter, aber eine traurige Geschichte. Wieso eine traurige Geschichte? Ulrike, wie soll ich sagen, eines Tages war sie auf und davon. Hübsches Mädchen. Gute Turnerin, Schwimmen auch. Da war sie sogar Meisterin, Stadtmeisterin. Und auf einmal war sie weg. Hat nie wieder was von ihr gehört, vermisst bis heute. Aber so ein Mädchen geht doch nicht einfach auf und davon. Ich hab ja gesagt, dass es keiner versteht. Morgen.
Gut geschlafen? Danke sehr. Schon gefrühstückt? Ich habe eine Bitte. Würden Sie an Dr. Kirchheim anrufen und mich anmelden zu einem Gespräch? Den Studienrat Kirchheimer? Ja. Nennen Sie meinen Namen, Herr Dahlinger aus München, und sagen Sie, ich sei ein Journalist. Ja, das mache ich sehr gern, aber heute ist Sonntag. Du wirst in der Kirche sein. Ich bin auf meinem Zimmer. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie ihn erreicht haben. Dahlinger? Kirchheimer hier. Man hat mir mitgeteilt, dass Sie mich sprechen wollen. Ich habe Ihren Namen richtig verstanden, Herr Dahlinger. Und Sie sind Journalist? Ja, nein, nein, ich bin kein Tagesjournalist. Ich schreibe Berichte, Bücher, aber alles in einem größeren Rahmen mit zeitgeschichtlichen Themen. Ja, was versteht man darunter? Entschuldigen Sie, wenn ich direkt frage, über was für ein Thema wollen Sie mit mir sprechen? Über Ihre Tochter Ulrike. Was heißt das? Hören Sie, meine Tochter ist seit 2 Jahren spurlos verschwunden. Wissen Sie etwas über sie? Nein, nein, nein. Lassen Sie mich erklären. Das Schicksal Ihrer Tochter interessiert mich. So sehr, dass ich mich entschlossen habe, Sie aufzusuchen und um ein Gespräch zu bitten. Guten Tag. Ich bin Rolf Kirchheimer. Bitte kommen Sie, meine Eltern erwarten Sie. Guten Tag. Meine Frau, mein Sohn. Sie haben uns in Aufregung versetzt. Meine Tochter, was wissen Sie? Ich will Ihnen gerne erklären, weswegen ich zu Ihnen gekommen bin. Ich habe, wie ich Ihnen schon am Telefon sagte, ein großes Interesse am Schicksal Ihrer Tochter. Ich habe davon gehört und möchte etwas in Erfahrung bringen, es handelt sich um eine Dokumentation, die das Thema hat, Vermisstenschicksale. Presse? Was bedeutet Befriedigung von Neugier? Davon haben wir genug. Berichte dieser Art haben wir stapelweise. Die wildesten Spekulationen dabei. Nein. Ich habe davon gehört im Rahmen meines Themas. Und eben diese Sache hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen, so sehr, dass ich mich entschlossen habe, Sie aufzusuchen. Woher kommen Sie? Ich komme aus München. Von wem wissen Sie eigentlich etwas über das Schicksal meiner Schwester? Von der Polizei. Ich ließ mir alle Berichte geben. Und auch, was von der Presse damals nach ihrem Verschwinden geschrieben wurde. Das hat mich dazu gebracht, hierher zu kommen. Um was zu erfahren? Wer sie war. Was für ein Mensch sie war. Ich dachte, das würde mir helfen, wenn ich etwas darüber höre. Ist das nicht doch auch nur Neugier? Und überhaupt, was geht Sie das alles an? Ist Ihnen das so unbekannt? Betroffenheit, die bis zur Aufregung geht? Wenn es um das Glück anderer Menschen geht, wir leben doch nicht allein auf dieser Welt. Entschuldigen Sie. Können wir Ihnen etwas anbieten? Wollen Sie sich setzen? Darf ich Ihnen einen Kaffee machen? Nein, nein. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Vielleicht nur, haben Sie Bilder von Ihrer Tochter? Ja, natürlich. Wollen Sie die Fotos sehen? Wenn Sie erlauben, damit ich sehe, wie sie ist, wie sie war, damit ich mir ein Bild machen kann. Einen Augenblick. Ich hole die Fotos. Warum will er denn Ulrike
dickes Foto sehen. Ich kann mir das nicht erklären. Was will er denn schreiben? Dokumentation, Vermisstenschicksal, also ich glaube ihm das nicht. Auf mich macht er einen sehr guten Eindruck. Er ist seriös. Ja, ich glaube, dass er seriös ist. Sie war begabt, nicht wahr? Ja, hochbegabt. Sie hatte viele Interessen. Ja, das sieht man mir an. Ein Lebensoptimismus. Es prägt sich aus. Das sieht man. Sie fragen gar nicht, wie sie verschwunden ist. Das weiß ich ja. Ich habe alle Polizeiberichte gelesen. Ihre Tochter war öfter in München, ja, in einer Disco. Dieses Tanzen war so was wie eine Leidenschaft, die uns nicht gefallen hat. Wir haben sie immer wieder gebeten, fahr nicht so oft nach München. Manchmal tat sie das Tage hintereinander. Sie sagte, sie habe da viele Freunde und sehr interessante dabei. Und von einem ihrer Besuche kam sie nicht mehr aus München zurück. Ein Verbrechen sei nicht auszuschließen, meinte die Polizei. Aber dazu fehlen die Anhaltspunkte. Eine Frage. Was wollen Sie eigentlich dokumentieren? Und wie? Ich habe da eine gewisse Vorstellung, die Ihnen nicht unbekannt bleiben wird. Ich danke Ihnen sehr, dass ich die Fotos sehen durfte. Es hat mir viel bedeutet. Selbstmord? Den er angekündigt hat. In diesem Brief, den wir in seinem Hotel fanden, er hat in diesem Brief
letztwillige Verfügungen getroffen. Was für Verfügungen? Nach meinem Tod gebe man mein Herz der Familie Kirchheimer, dass sie es beerdigen. Es ist das Herz ihrer Tochter. Was heißt das? Was bedeutet das? Wovon redet der Mann? Der Mann hat eine Operationsnarbe am Herzen. Der obduzierende Arzt sagt eindeutig, eine Herztransplantation. Das Herz meiner Tochter? Ich komme da nicht mit. Was sagt der Mann noch? Was schreibt er denn? Da muss doch noch mehr stehen. Es steht da nicht mehr. Nur das. Rolf, sag mir, was das bedeutet. Der Mann war nämlich hier. Wo ist das Album? Er hat sich Fotos angesehen. Ich will dir sagen, was das heißt. Dass man Ulrike ermordet hat. Es gibt doch keine andere Erklärung. Wenn das stimmt mit dem Brief. Wenn er schreibt, mein Herz ist nicht meins, es ist das Herz ihrer Tochter. Wie ist er denn da rangekommen? Das ist unglaublich. Ja. Geht einem Zug entgegen, um sich überfahren zu lassen. Nachdem er einen Brief geschrieben hat, sein Herz ist nicht sein Herz. Er gibt es der Familie, damit sie es beerdigen können, weil es das Herz der Tochter ist. Er hat es bekommen durch Transplantation. Das Herz eines jungen Mädchens, das nicht mehr nach Hause gekommen ist, weil es ermordet wurde. Der Mann, der da diesem Zug entgegengeht, der lässt sich töten und gibt das neue Herz zurück? Na, das heißt doch, er lässt sich töten, um das Herz zurückgeben zu können, nicht? Nachdem er sich Fotos von dem Mädchen angesehen hat und das mit echter Anteilnahme. Ja, aber das kann ja nur bedeuten, dass er den Spender des Herzens gar nicht gekannt hat. Er hat sie natürlich irgendwann erfahren, wer das Mädchen war, woher es kommt. Und auch vielleicht hat er erfahren, dass es das Herz eines Mordopfers war. Und dann geht er dem Zug entgegen, er legt sie auf eine sehr überlegte, durchdachte Weise auf die Schienen. Nur um das nicht zu beschädigen, was er zurückgeben will. Das ist eine wahnsinnige Sache. Das ist sehr tragisch, aber es geht uns nichts an. Wir haben den Mord zu klären. Mord an diesem Mädchen, der ist 2 Jahre her. Was machen wir? Also ich würde sagen, wir kümmern uns erst mal darum, wer dieser Mann war, ob er Familie hat, ob er Kinder hat. Denn wer weiß, wessen Herz er da in seiner Brust trägt, der wird ja wohl auch wissen, woher es kommt. Du warst seit Tagen verschwunden. Wo warst du? Tut mir leid. Ich habe viel zu tun gehabt. Wir haben uns Sorgen gemacht. Weil die Welt ja schlecht ist. Genau darum geht's. Ich habe das Herz meiner Schwester begraben. Jemand hat es uns zurückgegeben, weil er es nicht mehr haben wollte. Man hat einem anderen Menschen das Herz meiner Schwester transplantiert. Aber die Polizei war doch schon hier. Das ist doch alles schon geklärt. Wenn Sie mir Fragen stellen wollen über den Sinn des Briefes, den mein Mann vor seinem Selbstmord geschrieben hat, der ist mir ebenso rätselhaft wie allen, die meinen Mann kennen und die davon gehört haben. Meine, die Herzgeschichte. Naja, darum geht's uns ja. Auch darüber wurde ich schon befragt. Und wenn ich recht unterrichtet bin, wurde ein Protokoll angefertigt. Ja, das haben wir hier. Hier steht, Ihr Mann wurde vor 2 Jahren ein Herz transplantiert. Aber Sie konnten uns nicht sagen, wo? Weil ich es nicht weiß. Ich gebe zu, dass sich das sonderbar anhört.
Aber mein Mann selbst hat das wie ein Geheimnis behandelt. Er hat mir gesagt... Was er gesagt hat, das steht hier. Ihr Mann hat Ihnen gesagt, dass er nach Rom fährt, um sich untersuchen zu lassen und um Urlaub zu machen. Ja, er kam nach Wochen zurück. Berichtete von der vollzogenen Transplantation und dass es ihm gut gehe. Mehr hat er nicht gesagt. Er sagte nur, dass zufällig ein Spenderherz zur Verfügung gestanden habe. Wenn mein Mann darüber nicht sprach, dann aus einem bestimmten Grund. Dass er bevorzugt behandelt wurde. Ja, so wie es aussieht, hat der Mann den Spender des Herzens gar nicht gekannt. Er muss erst, ja doch, später muss er davon erfahren haben. Ach, davon weiß ich nichts. Sie kennen Ihren Mann doch genau. Ich meine, Sie können doch sicher sagen, ob er sich in seinem Wesen irgendwann verändert hat. Sie müssten diese Veränderung doch sicher bemerkt haben. Ja, er war seit etwa einer Woche verändert. Ja, das ist richtig. In welcher Weise? Er redete nicht mehr. Ohne zu erklären, warum? Es war nicht seine Art, etwas zu erklären. Mein Mann war nüchtern, verschlossen. Ein reiner Verstandesmensch, der keine Gefühle zeigte. Weil er keine hatte. Weil er keine Gefühle hatte? Na, hören Sie mal, immerhin konnte es ja nicht ertragen, weiterzuleben mit dem Herzen eines jungen Mädchens in der Brust, das wahrscheinlich ermordet wurde. Ermordet wurde? Ich sage wahrscheinlich, aber wir sind ziemlich sicher, dass es so ist. Moment. Sie nehmen also an, mein Mann habe den Spender seines Herzens nicht gekannt. Er habe es möglicherweise vor einer Woche erfahren, dass es ein junges Mädchen war und dass dieses Mädchen seinetwegen ermordet wurde. Tja, deswegen sind wir hier. Ist der einzige Grund. Wir müssen diesen Mord klären, wenn es dann einer ist. Und was soll ich jetzt dazu sagen? Na, Sie haben doch schon etwas gesagt. Sie haben gesagt, dass Ihr Mann sich seit 8 Tagen verändert habe und was uns jetzt interessiert, was war vor 8 Tagen? Ja, alles war wie immer. Er ging in seine Firma wie jeden Tag. Und dann ganz plötzlich nicht mehr. Er sagte, ich arbeite jetzt für ein paar Tage zu Hause. Aber gearbeitet hat er nicht. Woher wissen Sie das, dass er nicht gearbeitet hat? Immer wenn ich reinkam, sah ich, dass er nicht arbeitet. Er hat darauf keine Frage geantwortet. Aber das störte mich weiter nicht. Weil ich schon lange aufgehört hatte, ihn zu lieben. Gehört, was Sie zu mir führt. Frau Dallinger kennen Sie ja. Frau Dallinger? Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Sie sind der Mitinhaber von Dallinger & Co., nicht wahr? Ja, ich bin Co. Ah. Bitte. Danke sehr. Ja, ich bin, wie alle unsere Mitarbeiter hier, vom Tode Ludwig Dallingers tief erschüttert. Geht einem Zug entgegen. Für mich völlig unverständlich. Ein so besonnener Mann, der immer seinen Verstand beisammen hatte, besonders in kritischen Situationen, tut etwas so Unbegreifliches. Was war vor einer Woche? Vor einer Woche? Wieso? Was soll er gewesen sein? Ich wurde gefragt nach einer Veränderung in seinem Wesen. Und die gab es ganz deutlich. Eine Veränderung? Was denn für eine Veränderung? Und er blieb zu Hause, ging nicht mehr in die Firma. Ach so, ja, richtig. Ich habe dieser Sache keine große Bedeutung beigemessen. Darf ich fragen, warum das für Sie so wichtig ist? Er muss vor ungefähr einer Woche muss er erfahren haben, wer der Spender seines Herzens war. Wie soll er denn das erfahren haben? Soviel ich weiß, wird doch sowas geheim gehalten. Sie wissen doch sicher, wo er operiert wurde. Dass ich es nicht weiß,
seine Frau nicht weiß, wo ihr Mann, mein Kompagnon, operiert wurde, das mag sie wundern, aber so war er eben. Private Sachen hielt er unter Verschluss. Er sagte nur, mein Herz ist meine Privatsache. Ich meine, er war ihr Partner und hat Ihnen das nicht gesagt? Nein. Dafür mag es allerdings einen Grund geben. Darf ich das sagen? Natürlich. Soviel ich weiß, gibt es europaweit eine Zentrale für Organvermittlung und für die Empfänger eine lange Warteliste. Sicherlich mag es da aber auch andere Möglichkeiten geben, wenn das Geld stimmt. Ich vermute mal, aus diesem Grund war er zum Schweigen verpflichtet. Wissen Sie, um wie viel Geld es sich gehandelt hat? Nein. Wissen Sie es? Nein. Na gut, dann wollen wir Sie nicht länger stören. Also ich störe nicht. Überhaupt nicht. Ich hoffe nur, Sie haben uns unsere Irritation angesehen. Ja, habe ich Ihnen angesehen. Herr Derrick, ich habe das Gefühl, als ob ich mich bei Ihnen entschuldigen müsste. Wofür? Herr Bertram gebrauchte das Wort Irritation. Ich nehme an, das hat Ihnen nicht gefallen. Hat es Ihnen gefallen? Nein, es hat mir nicht gefallen, weil es unzureichend ist. Absolut unzureichend. Ich habe eine Frage, eine Bitte. Würden Sie mir zeigen, wo mein Mann umgekommen ist? Wundert Sie das, dass ich hierher will? Nein, es wundert mich nicht. Ich habe Ihnen etwas gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen. Ich sagte, ich liebe meinen Mann nicht. Ich hätte es genauer sagen müssen. Ich hatte es aufgegeben, ihn zu lieben. Er war kalt, schroff, ohne jede Liebenswürdigkeit. Ich fing an, in seiner Gegenwart zu frieren. Und warum wollen Sie sehen, wo er gestorben ist? Ich weiß nicht, warum. Ja, also sein Wagen stand hier. Er ist darauf gestiegen, auf den Bahndamm. Ich kann mich nicht wehren gegen ein Gefühl, das ich habe und das mir sagt, sieh es dir an. Na gut. Da? Ja. Also, er hat sich da auf die Schienen gestellt. Und dann? Und dann ist er losgegangen. Wo ist er überfahren worden? Ja, das war viel weiter vorn. Er ging so lange, bis er in Zug kam. Wie lange ist er gegangen? Ja, man hat es ausgerechnet, so circa 20 Minuten. Als dann der Zug kam, hat er sich auf die Schienen gelegt und... Der Bruder von Ulrike Kirchheimer. Was will er von mir? Sagen Sie ihm bitte, dass Sie nicht sprechen wollen? Sie meinen, das geht nicht, nein? Nein. Na gut. Ich habe gerade gehört, wer Sie sind. Ich bin Eva Dallinger. Kommen Sie rein. Ich habe bei Ihnen im Büro angerufen. Man hat mir gesagt, dass Sie vielleicht hier seien. Schon in Ordnung. Ich glaube, ich muss Sie um Entschuldigung bitten, dass ich Sie hier aufsuche. Obwohl es ja vielleicht auch
ganz Normales. Und da hat man denn was erfahren? Na, ich meine, man konnte doch sicher feststellen, wo Ihrem Mann das Herz transplantiert worden ist. Man weiß es nicht. Ich möchte nur sagen, ich habe nichts gegen Ihren Mann. Also, Herzübertragungen sind ja heutzutage nichts Besonderes mehr. Das ist ja alles ganz okay. Aber wissen Sie, was ich nicht verstehe? Ihr Mann hat sein neues Herz 2 Jahre lang in seiner Brust gehabt. Und auf einmal erfährt er, von wem das Herz kommt. Dass damit wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ein Mord verbunden war. Wir glauben, dass meine Schwester ermordet wurde. Aber dass ihr Mann, also wir sind sicher, dass ihr Mann nichts gewusst hat. Aber er muss es irgendwie erfahren haben. Er muss es vor ungefähr einer Woche erfahren haben. Vor einer Woche? Man weiß es. Ja, ja, es gibt Anhaltspunkte dafür. Ja, was für Anhaltspunkte? Nun ja, er war seitdem völlig verändert. Verändert, sagen Sie? Wie verändert? Er ging nicht mehr in seine Firma, er blieb hier im Haus in seinem Zimmer. In seinem Zimmer? Nein, Arbeitszimmer. Hier im Haus? Und redete nicht mehr. Kann ich das Zimmer vielleicht mal sehen? Und hier ist er geblieben? Und redete nicht mehr. Weil er nicht verdrängen konnte, was er jetzt wusste. Und nun? Nun wollte er wissen, wer das Mädchen war, von dem das Herz stammte. Er ist zu uns gekommen? Schaut sich die Fotos meiner Schwester an? Geht und legt sich auf die Schienen. Ich bewundere Ihren Mann. Ich komme nur vorbei. Ohne jede Absicht. Ich hatte einfach den Wunsch, Sie zu sehen. Auch auf die Gefahr hin, dass Sie mich rauswerfen, was ich sofort verstehen würde. Tag. Das ist allerdings etwas Neues, dass zu uns jemand ohne Absicht kommt. Na, erzählen Sie mir schon von Ihrer Absicht. Eigentlich wollte ich Ihnen nur sagen, dass dieser junge Mann mich ziemlich unruhig gemacht hat. Was ist das für ein Junge? Tja, was ist das für ein Junge? Harry. Ich meine, der ist gerade mit seiner Schule fertig, hat Musik studiert und spielt jetzt in einer Band mit jungen Leuten. Das ist alles, was wir von ihm wissen. Er sagte, ich bewundere Ihren Mann. Daran muss ich immer denken. Was halten Sie von diesem Satz, von so einem Satz? Ich will versuchen, es Ihnen zu erklären, soweit es Ihren Mann betrifft. Manchmal gibt es im Leben eines Menschen eine Situation, in der ihm eine Frage gestellt wird, auf die er eine Antwort geben muss. Aber mit dieser Antwort muss er vor sich selbst bestehen können. Und mein Mann war in so einer Situation? Ja, ich denke ja. Sein Selbstmord? Seine Antwort auf eine ihm gestellte Frage. Herr Harry, lass doch da die Unterlagen. Unsere Überlegungen in diesem Fall. Tja, es gibt einen übernationalen Organhandel. Organverteilung wäre eigentlich richtiger gesagt. Es werden Organe gebraucht, gesucht und angeboten. Und das nach genauen Richtlinien, die unseren Moralvorstellungen entsprechen. Das alles findet allerdings auf einem höchst dramatischen Feld statt, wo Hoffnung und Verzweiflung gleichermaßen angesagt sind. Leiden, Schmerzen, die Angst vor dem Tod. Und dass auf diesem Gebiet Leute Geschäfte machen, das haben eben einige erkannt. Leute, die in einer Welt jenseits von unseren Moralbegriffen angesiedelt sind. Wir haben hier Erkenntnisse, Berichte von Interpol über Morde in Brasilien und anderswo. Verübt an Menschen, auch an jungen Menschen, verübt, um einen schwarzen Markt mit Organen zu beliefern. Ja,
Das ist die traurige Wahrheit. Ich möchte feststellen, dass es bei uns einen solchen schwarzen Markt nicht gibt. Nach den bisherigen Erkenntnissen. Aber wir leben in einer Welt, die profitorientiert ist. Und wenn Sie Geld und Leben auf eine Waage legen, dann wird sich die Waage immer dorthin senken, wo das Geld liegt. Wir haben natürlich allen Grund anzunehmen, dass es hier vielleicht einen ersten Fall gibt. Der Junge hat mich schon unruhig gemacht. Und jetzt tun Sie das auch. Bekommen Sie heraus, was vor 8 Tagen passiert ist. Was vor 8 Tagen passiert ist. Willst du mir nicht sagen, was los ist? Brauchst du etwas? Willst du etwas? Wenn du krank bist, dann sag, was dir fehlt. Warum nimmst du den Hörer nicht ab? Ich bin es. Bertram hier. Kann ich deinen Mann sprechen? Es tut mir leid. Er will nicht mit dir sprechen. Er lehnt es ab. Dann frag ihn mal, ob er sich über die Konsequenzen im Klaren ist. Warum willst du ihn nicht sprechen? Ich werde ihn rausschmeißen. Ich werde ihn rausschmeißen. Aber er hat ihn nicht rausgeworfen, nicht? Nein. Und er hat auch seitdem sein Zimmer kaum noch verlassen. Ist er in den Wagen stieg und davonfuhr, ohne sich zu verabschieden. Lassen Sie mich etwas fragen. Sind Sie der Meinung, dass Sie Ihrem Mann etwas schuldig sind? Warum sagen Sie das jetzt? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Suchen Sie Bertram auf. Wie ist Ihre Beziehung zu ihm? Ich meine, wie gut sind Sie mit ihm bekannt? Wir sind gut bekannt. Wir sind seit Jahren befreundet. Gut. Suchen Sie ihn auf, machen Sie ihm eine vertrauliche Mitteilung, die Polizei interessiert sich für ihn und dann hören Sie ihm genau zu. Es wäre interessant zu sehen, wie er reagiert, was er sagt. So. Und jetzt werde ich Ihnen sagen, wie Sie das Gespräch mit ihm führen sollten. Die Polizei interessiert sich für mich? Wieso? Aus welchem Grund? Es ist wegen der Herzgeschichte. Man ist der Meinung, dass ich es wissen müsste. Und dass du es auch wissen müsstest, wo die Operation gemacht wurde. Eva? Ich gebe dir jetzt einen guten Rat. Du weißt nichts, verstehst du? Gar nichts. Wie waren damals deine Überlebenschancen? Minimal, wie wir beide wissen. Es hätte ihn jeden Tag erwischen können. Ich habe 100.000 Mark dafür gezahlt, dass man ihm sofort hilft. Und wer hat das Geld bekommen? Eva, was soll das? Ich habe ihm geholfen, ihm das Leben gerettet. Also tu mir den Gefallen und frag nicht. Was dir im Übrigen nicht schwerfallen sollte, geliebt hast du deinen Mann sowieso nicht mehr. Eure Ehe war kaputt. Also fang jetzt bitte nicht an, dich für deinen Mann zu interessieren. Folgendermaßen werden wir vorgehen. Wir werden sagen, und wir bleiben dabei, dass Ludwig nach seiner Herztransplantation nicht mehr derselbe war. Er schien verändert. Irgendwie verwirrt. Dazu passt auch die Geschichte mit dem Mädchen. Mal saß er in seinem Stuhl, völlig apathisch, teilnahmslos. Dann wieder schrie er rum. Wollte mich rausschmeißen? Aus der Firma rausschmeißen? Hat er dir eigentlich gesagt, warum? Hat er dir einen Grund dafür genannt? Bitte, es ist wichtig für mich. Hat er dir einen Grund genannt? Nein. Dann vergiss die ganze Geschichte. Zu keinem ein Wort darüber, verstehst du? Zu keinem.
hast unser Gespräch aufgenommen. Für wen tust du das? Für mich. Ich möchte das der Polizei geben. Man nimmt an, dass du meinem Mann gesagt hast, von wem er das Herz hat. Und dass das Mädchen ermordet wurde. Wie stellt man das ab? Ich wollte uns schon. Das wird jetzt wohl nicht mehr möglich sein. Wo sind deine Polizisten? Natürlich haben wir uns über sie erkundigt. Ist doch selbstverständlich. Dass sie ein unkonventionelles Leben führen, ist richtig. Und spielt auch in diesem Fall eine nicht unwesentliche Rolle. In einem Nachtclub lernte ich einen Mann kennen, Italiener. Sehr sympathisch. Vertrauenswürdig. Wir unterhielten uns und irgendwann kam die Rede auf Ludwig Dahlinger. Ich habe ihm von Ludwig erzählt, weil der sich gerade in einer verzweifelten Phase befand. Der Italiener meinte, er kenne sich da aus. Er könne uns helfen. Aber es koste was. Und dann legte er eine Zahl auf den Tisch. 100.000. Am nächsten Tag sagte ich zu Ludwig, das Geld haben wir. Das können wir ohne Schwierigkeiten aus der Firma nehmen. Du müsstest nach Rom. Von dort aus geht es dann irgendwo hin, in eine Privatklinik, wo sowas gemacht wird. Und zwar ganz einwandfrei gemacht wird. Nicht ganz einwandfrei ist, dass es außerhalb der Reihe geschieht. Eine Bedingung ist, dass darüber niemals gesprochen wird. Es war ihm unangenehm. Ich sagte Ludwig, nur ein bisschen außerhalb der Reihe. Nach 2 Tagen sagte er zu. Er übergab mir seine ganzen Unterlagen, die er sich von seinem Arzt besorgt hatte. Blutuntergruppenangaben, Identifikation der Eiweiße und so weiter. Eben alles, was der Italiener haben wollte und was wichtig ist für ein richtiges Spenderherz. Meinen Italiener traf ich dann im Nachtlokal. Ich übergab ihm das Geld, erzählte es und sagte, alles in Ordnung. Ich sag ihm dann Bescheid, wenn der Freund auf die Reise gehen kann. Dann haben wir gewartet. Tja. Und ein paar Tage später, ich bin wieder in das Nachtlokal, dachte mir, vielleicht hast du Glück, vielleicht triffst du den Italiener, kannst ihn fragen, wie es um die Sache steht. Ich sah ihn dann wirklich auf dem Parkplatz. Er stieg gerade in einen Wagen, in dem noch andere Leute waren. Ich lief ihm entgegen, um ihn aufzuhalten. Aber er sah mich nicht. Auf dem Boden lag was. Eine Tasche. Eine Handtasche. Ich machte die Handtasche auf. Eine Damenhandtasche. Und darin das Übliche. Ein bisschen Geld und ihre Papiere. Der Name der jungen Frau, Ulrike Kirchheimer. Ich konnte mir die Szene zunächst nicht erklären. Bis ich dann in der Zeitung las, dass eine junge Frau vermisst wird, die man zuletzt in einem Nachtlokal gesehen hatte. Ihr Name Ulrike Kirchheimer. Ich behielt die Tasche. Ein paar Tage später rief der Italiener an. Es wäre soweit. Sie hätten jemanden gefunden, dessen medizinische Daten mit denen Ludwigs übereinstimmten. Er sagte, wir haben jemanden gefunden? Das fragte ich ihn auch. Was heißt es, Sie haben jemanden gefunden?
Die knappe Antwort: Begnügen Sie sich doch mit der Tatsache selbst. Das Herz ist da. Das Herz ist da. Er soll nach Rom fliegen, im Flughafengebäude zur Information gehen, seinen Namen sagen, dort wird er abgeholt werden und von dort ging die Reise dann weiter. Den Vorfall auf dem Parkplatz habe ich Ludwig gegenüber nicht erwähnt. Bis vor 8 Tagen. Ja. Ja. Ja, wir hatten Schwierigkeiten miteinander. Geschäftlicher Natur. Ich hatte einen Fehler gemacht. Aufgrund falscher Einschätzung und er wollte mich rausschmeißen. Du willst mich rausschmeißen, sagte er. Du willst mich aus der Firma rausschmeißen? Du platzt es aus mir raus. Du kannst mich gar nicht rausschmeißen, schrie ich ihn an. Da habe ich ihm alles gesagt, was ich wusste. Habe ihm die Tasche gezeigt, die ich 2 Jahre lang aufgehoben hatte. Als ich ihn so sitzen sah, ich gebe ehrlich zu, da wünschte ich mir, ich hätte es ihm nie gesagt. Ihm nie die Tasche gezeigt. Ich sagte: Ludwig, bitte. Bitte, es tut mir leid. Nur kann ich es jetzt leider nicht rückgängig machen, aber ich bitte dich, vergiss es einfach, bitte. Ich ging hin, nahm ihm die Tasche weg und sagte: Ludwig, wir haben doch niemanden umgebracht. Er hörte nicht zu. Danach muss es gewesen sein. Er kam nach Hause, ging in sein Zimmer und sprach nicht mehr. Aber er hatte doch wirklich nichts damit zu tun. Herr Bertram, Sie sagen uns jetzt, wie dieser Mann aussah, den Sie Italiener nennen. Wir brauchen eine ganz genaue Beschreibung für ein Phantombild. Bitte kommen Sie. Das hier ist vermutlich der Mörder, ich sage ausdrücklich vermutlich, der Mörder Ihrer Schwester. Ich sage Ihnen auch ganz offen, wir wissen nicht, wer er ist, wir wissen nicht, wo er ist und ich weiß auch nicht, ob es ist, aber seit heute wird er überall gesucht. Kann ich das Bild behalten? Ja, behalten Sie es nur. Es wird veröffentlicht, liegt in allen Polizeidienststellen, an allen Grenzstellen. Es tut mir sehr leid, aber ich habe keine Hoffnung, dass wir ihn kriegen. Wer hat ihn, diesen Mann, beschrieben? Jemand, der ihn kennt. Mehr wollen Sie nicht sagen. Was wollen Sie? Ich soll mit dem Bruder sprechen? Wozu? Ich habe doch schon alles gesagt. Was will er von mir? Er will mit Ihnen über den Mann sprechen, den Sie kennen. Herr Derrick, können Sie mir das nicht ersparen? Er steht draußen. Glauben Sie mir, das alles ist, das tut mir sehr leid. Ich bin völlig verzweifelt, ich kann nicht mehr schlafen. Sie haben 2 Jahre lang sehr gut schlafen können. Was wollen Sie von mir? Können Sie mir die Tasche meiner Schwester zeigen, die Sie gefunden haben, da auf dem Parkplatz. Muss das sein? Ja.
Der Ausweis meiner Schwester? Ist da drin. Ist alles da drin. Sie haben die Tasche Herrn Derlinger gezeigt? Das habe ich doch schon ausgesagt. Ja, ich habe es ihm gezeigt. Auch den Ausweis? Auch den Ausweis. Mit Namen und Adresse? Natürlich mit Namen und Adresse. Wie hat er sich verhalten? Wie er sich war. Er saß da. Starr. Ein Stein. Zeigen Sie mir alle Plätze, wo Sie den Mann gesehen haben, als er mit meiner Schwester davon gefahren ist. Herr Derek, bitte. Sie kennen den Mann am besten, den wir suchen. Hier habe ich ihm das Geld gegeben. Damit meiner Schwester. Was ich nicht wusste. Wenn ich wissen konnte. Hier war's. Was kann ich sagen? Ich bitte um Entschuldigung. Frau Dallinger ist am Apparat. Der junge Kirchheimer ist bei ihr. Frau Dallinger? Ja. Ja, er ist hier. Ich habe ihn gebeten, mir etwas über meinen Mann zu sagen. Ich fahre mit ihm zu seinen Eltern. Gibt's was Neues? Eine Frage an den jungen Kirchheimer. Was hat er mit Bertram gemacht? Der geht nicht mehr ins Büro, ständig unterwegs, sucht unseren Mann. Das werde ich ihm sagen. Also ich habe meinen Eltern alles erzählt. Sie können ohne Bedenken zu Ihnen kommen. Erzählen Sie mir bitte etwas über meinen Mann. Wie war er? Was sagte er, als er bei Ihnen war? Welchen Eindruck hatten Sie von ihm? Ich glaube, ich habe meinen Mann nicht gekannt. Nicht so, wie ich ihn hätte kennen sollen. Diese Bilder hat er sich angesehen. Ja. Er saß da, wo Sie jetzt sitzen. Und hat sich die Fotos angesehen. Wir wussten nicht, warum er sie sich ansah. Wir konnten uns sein Interesse nicht erklären, seine tiefe Engagiertheit, die für uns etwas Unheimliches hatte. Im Nachhinein etwas Unheimliches hatte. Ich nehme an, dass er hier an diesem Platz und in diesem Augenblick, beim Anblick der Bilder, den Entschluss gefasst hat, sich umzubringen. Seitdem schließen wir Ihren Mann in unser Gebet mit ein. Er hat uns etwas wiedergegeben. Den Glauben an die Kostbarkeit des Lebens. Ich bin es. Dann frag ihn mal, ob er sich ruhig verhält. Wie waren damals die Probleme? Minimal. Ich habe einen.